Assalamu alaikum, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zu einer neuen Serie über die vier bekanntesten Imame im Islam. In diesem Video geht es um den ersten dieser Imame, nämlich den Imam Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit. Wir erwähnen ein paar allgemeine Informationen über seine Abstammung, über seine Lehrer und die Schüler, die von ihm gelernt haben. Zuletzt werden wir über sein Streben nach islamischem Wissen sprechen. Beginnen wir also mit allgemeinen Informationen über Abu Hanifa und seine Abstammung. Der volle Name von Abu Hanifa lautet An-Nu'man ibn Thabit ibn Sota al-Taymi al-Kufi, Mawla Bani Taymullah ibn Tha'labah. Es heißt, er wäre ein Nachkommen der Perser gewesen. Über seinen Großvater Sota ist bekannt, dass er aus Kabul stammte. Der Imam Abu Hanifa wurde im Jahr 80 nach der Hijra zur Zeit der jungen Prophetengefährten geboren, und es wird überliefert, dass er Anas ibn Malik in Kufa gesehen hat. Jedoch hat er von keinen der Prophetengefährten Hadithe gehört oder überliefert. Kommen wir nun zu den Lehrern von Abu Hanifa. Uns ist bekannt, dass er von den hochrangigen Gelehrten seiner Zeit Wissen nahm. Darunter zählen Ata ibn Abi Rabah, Amr ibn Dinar, Nafi' Mawla ibn Umar, Qatada und von Hammad ibn Abi Suleiman. Von ihm nahm er sogar sein Fiqh-Verständnis. Auch von Ibn Shihab al-Zuhri soll Abu Hanifa Wissen genommen haben. Über die Schüler von Abu Hanifa wissen wir, dass sein Sohn Hammad zu ihnen gehörte, und darüber hinaus gehörten zu seinen Schülern auch der gelehrte Sufar, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani und der Richter Abu Yusuf und viele weitere. Es wird überliefert, dass Abu Hanifa sich in der islamischen Philosophie oder systematischen Theologie so gut auskannte, dass man sogar mit dem Finger auf ihn zeigte. Er erzählt, dass er eines Tages in der Nähe von Hammad ibn Abi Sulaiman saß, während eine Frau zu ihm kam und ihn nach den Regeln der Scheidung von Sklaven fragte. Abu Hanifa wusste keine Antwort auf diesen Sachverhalt, und so sagte er zu ihr, dass sie Hammad fragen sollte. Er bat sie auch danach, zurückzukehren und ihm seine Antwort zu berichten. Also befragte sie Hammad, welcher ihre Frage problemlos beantworten konnte. Sie kam zurück und berichtete Abu Hanifa von der Antwort von Hammad. Dann beschloss Abu Hanifa, sich mit der Philosophie oder Ilm al-Kalam nicht mehr zu beschäftigen, und setzte sich zu Hammad, um von seinem Wissen zu profitieren, sodass er zu den besten Schülern von Hammad wurde. Es gibt keine Gewissheit über die Authentizität dieser Geschichte. Wie auch immer, soll Abu Hanifa laut anderen Quellen Hammad 18 Jahre lang begleitet haben. Hammad übte so viel Einfluss auf Abu Hanifa, sodass er nach dem Tod von Hammad in jedem seiner Gebete um Vergebung für ihn gebeten hat. Als der Befehlshaber Abu Ja'far al-Mansur Abu Hanifa fragte, von wem er sein Wissen nahm, antwortete er, dass er es von Hammad, von Ibrahim, von Umar ibn al-Khattab und von Gelehrten gelernt hat, deren Wissen bis zu Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud und Abdullah ibn Abbas zurückgeht. Abu Ja'far erstaunte und sagte, wahrlich, du hast das Wissen von den Reinen und Gesegneten genommen. Der Imam Abu Hanifa erzählte von einem Traum, in dem er die Grabstätte des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, ausgegraben hat. Er fragte den bekannten Traumdeuter Muhammad ibn Sirin über diesen Traum oder ließ ihn befragen. Muhammad ibn Sirin deutete den Traum so, dass Abu Hanifa die Aussagen des Gesandten, Friede sei mit ihm, bekannt machen wird. Und so wurde Abu Hanifa zu dem bekanntesten Imame und Gelehrten der sunnitischen Gelehrsamkeit und gilt als Gründer der hanefitischen Rechtsschule.